herzlich willkommen, liebe Kinder, zur neuen Kinderuni. Ja, und wie in jedem Semester, zum Semesterstart, möchte der Rektor der Universität, Herr Scharek, euch auch noch was sagen. Mein Name ist Wolfgang Scharek, ich bin der Rektor der Universität Rostock und ich möchte euch, liebe Kinder, aber auch eure Eltern, Großeltern, Freunde und Verwandte, die euch begleiten, ganz herzlich zum Sommersemester 2021 an der Kinderuniversität in Rostock begrüßen. Ich bedanke mich bei Frau Wiebke-Loseries und ihrem Team, allen Referentinnen und Referenten, der guten Organisation und der uns unterstützenden Ostsee-Zeitung sehr herzlich, dass es uns möglich ist, diese Kinderuniversität auch in diesem Sommersemester durchzuführen. Natürlich können wir sie in der Covid-19-Pandemie nur digital zunächst beginnen. Und wir alle hoffen, dass sich bald die Verhältnisse ändern und wir auch in physischer Präsenz die Kinderuniversität abhalten können. Ich bin vor einiger Zeit von Schülerinnen gefragt worden, was denn vor 60 Jahren anders war, wie die Menschen vor 60 Jahren gelebt haben. Nun, ich war damals 8 Jahre und mir ging durch den Kopf, dass wir damals noch kein Internet hatten, dass digitale Vorlesungen noch gar nicht möglich gewesen wären, geschweige denn Computerspiele. Meine Eltern hatten gerade einen Fernseher gekauft, der war schwarz-weiß und wir Kinder durften eigentlich nicht Fernsehen gucken, es sei denn mal am Sonntag ein Kinderfilm, wie gesagt, in schwarz-weiß. Aber wir haben natürlich damals auch schon gerne wissen wollen, wie die Welt funktioniert, welche anderen Länder es gibt, wie die Sterne zustande kommen und wie sich das Planetensystem ändert. Und viele Dinge haben sich seitdem geändert, wenn ich alleine auch an die Entwicklung von Computern und dem Internet denke, dann sehen wir, was sich alles geändert hat. Was sich nicht geändert hat, ist Fragen zu stellen. Und ich freue mich, wenn unsere Kinder angeregt werden durch die Vorlesungen und Fragen haben. Uns richtig Löcher in den Bauch fragen. Denn wir möchten gucken, dass wir auch alle Fragen beantworten können. Und die wir nicht beantworten können, die möchten wir in Zukunft mit den Kindern zusammen vielleicht auch lösen. Es gibt Dinge, die scheinen unveränderlich, aber vieles verändert sich im Leben. Und so ist es immer wieder möglich, auch ganz neue Fragen zu stellen. In diesem Sinne wünsche ich eine spannende Vorlesung heute und insgesamt ein spannendes und schönes Sommersemester. Haben Sie Freude an dem Wissen, aber haben Sie auch Freude an den Fragen und stellen Sie die Fragen. In diesem Sinne, ihr seid jetzt Studierende der Universität Rostock, liebe Kinder. Euch ein gutes Semester und bleibt gesund und alles erdenklich Gute. Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Scharek, für die netten Worte. Aber Julia, bevor wir jetzt anfangen, es hieß Fragen, Fragen, noch mehr Fragen. Ich habe auch eine Frage, beziehungsweise ich habe das letzte Mal einen Artikel gelesen, da ging es um Luft. Um Luft. Hier ist überall Luft. Ja, nicht so eine luftige Luft wie das jetzt hier alles, sondern flüssige Luft. Flüssige Luft? Das ist aber ganz besonders. Ja, also wie das jetzt so richtig funktioniert, weiß ich auch nicht mehr, aber... Ja, also das weiß ich auch nicht. Aber ich kenne da jemanden, der uns das vielleicht erklären kann. Herrn Doktor kenne ich nicht. Ah, cool, da bin ich ja gespannt. Ich gehe mal zu ihm ins Labor, vielleicht kann er uns ja helfen und erklären, was das mit der flüssigen Luft auf sich hat. Herr Doktor? Herr Doktor? Hm? Oh, hallo. Hallo. Julia. Wir sind in der Kinderuni und dort in der Kamera sind die Kinder und warten auf eine Erklärung zum Thema flüssige Luft. Kinder? In meinem Labor? Nee, nicht hier im Labor, sondern da in der Kamera. Dort die Kamera. Ach so, ja, natürlich. Da schauen wir doch mal. Hallo, liebe Kinder. Ja, also ich bin Dr. Kenichnich. Ihr habt bestimmt schon von mir gehört. Und ich muss euch was erzählen, was mir neulich passiert ist. Also, da wollte ich meine Weihnachtsballons sauber machen. Hab hier so ein schönes Wasser im Labor stehen gesehen. Und ihr glaubt nicht, was passiert ist. Eine ganze Menge, aber sie sind nicht sauber geworden. Wisst ihr was? Ich zeige euch das einfach nochmal kurz.
Ich muss aber vorher noch sagen, ich habe noch mal nachgeguckt. Das sind gar keine Weihnachtsballons, sondern das sind, na, ihr seht das schon, ne? Richtig, das sind Osterkugeln. Genau, und diese Osterkugeln, die liegen seit einem Jahr im Schubfach, deswegen müssen die jetzt mal wieder sauber gemacht werden. Und da zeige ich euch noch mal, was mit diesem komischen Wasser hier passiert ist. Also, schaut mal her, liebe Kinder. Ich nehme jetzt diese Osterkugel und halte die jetzt hier in dieses Gefäß rein. Dann schauen wir mal, was passiert. Es knistert ein bisschen. Und jetzt nehme ich das mal wieder raus. Schaut euch mal an, was mit meiner Osterkugel passiert ist. Die hat sich zusammengezogen, aber so richtig sauber geworden ist sie ja doch nicht. Naja, aber zusammengezogen ist sie jetzt auch wieder nicht. Das ist mir letztes Mal schon mit den Weihnachtsballons passiert. Aber wir probieren mal was anderes. Ich habe hier noch so eine silberfarbene Osterkugel. Die halten wir jetzt auch mal da rein. Schaut her. So. Das blubbert jetzt ganz schön doll. Das ist stärker als mit der Osterkugel, mit der roten, die ich gerade reingehalten habe. Und das will auch gar nicht mehr aufhören. Naja, ich glaube, ich nehme es mal lieber wieder raus. Schaut mal her. Die Osterkugel hat sich gar nicht zusammengezogen. Aber die ist ganz fest geworden. Also irgendwas ist mit diesem Wasser sehr merkwürdig. Ob das überhaupt Wasser ist, ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt mal schauen. Aber gut, bloß weil es mit Osterkugeln nicht geht, vielleicht kann man ja was anderes Schönes damit machen. Ich habe hier zum Beispiel eine Blume und so eine Blume, die kann man da ja vielleicht auch reinhalten. Vielleicht blüht die dann ja auf oder so. Ne? Das mache ich jetzt. Man muss natürlich aufpassen, dass man die Blüte schön nach oben hält, wie das in der Blumenvase so ist. Und dann, ja, wo ist denn die Blüte hin? Ach verdammt, jetzt habe ich es doch falsch rum reingehalten. Und es blubbert schon wieder ganz doll. Naja, immerhin hat sich die Blume nicht zusammengezogen. Aber sie sieht ein bisschen nass aus. Ich glaube, ich muss die da einfach mal ein bisschen trocken schütteln und dann, oh je. Also ich glaube, diese Blume, die kann ich nicht mehr verschenken. Also, was kann man mit dieser Flüssigkeit denn nun eigentlich anfangen? Vielleicht kann ich meine Laborschale, ich habe hier so eine schöne Laborschale, vielleicht kann ich die ja damit ein bisschen sauber machen, weil da ist jetzt natürlich von der Blume was reingefallen. Ich kippe da einfach mal ein bisschen was davon rein, dann wird's ja, kann man das ja hoffentlich sauber putzen. Oh, also das dampft zwar ganz schön doll, aber so richtig sauber, da ist auch gar nichts mehr. Das flüssige Luft ist fast verschwunden, es wird immer weniger. Also das verstehe ich nicht, wenn man hier Wasser reinkippt, bleibt es auch eigentlich drin. Irgendwas ist merkwürdig mit dieser Flüssigkeit. Also, ich weiß es nicht. Kinder, was sagt ihr? Ein Schild. Was für ein Schild? Vorne? Oh, tatsächlich. Da steht doch, Achtung, Flüssigkeit. Nee, Achtung, Flüssig, Dr. Kenny. Na, was soll das denn? Kinder, da hat einer ein Schild vor das andere Schild gestellt. Sowas macht man im Labor nicht. Deswegen nehmen wir das mal weg und da steht flüssig Luft. Flüssig Luft? Flüssig Luft? Also irgendwie habe ich das, doch flüssig Luft, na klar, das kennt doch jedes Kind. Flüssig Luft, das haben wir hier in Rostock öfter mal, das ist einfach Regenwetter. Ne? Also, wenn es regnet, ist die Luft flüssig. Aber ehrlich gesagt, das da drinnen, das sieht nicht nach Regenwasser aus. Also irgendwie flüssig Luft muss irgendwas anderes sein. Ich habe das aber schon mal gehört oder gelesen oder in einem Buch. Lasst uns mal nachschauen. Ich habe da drüben meine große Bibliothek. Das sind ganze 3 Bücher. Und da war doch was dabei. Was haben wir denn hier? Ja, irgendwie Physik. Ach, langweilig. Ich hab's. Flüssig Luft für Wissenschaftler. Ich glaube, da gucke ich mal rein. So, da steht drin. Flüssige Luft
ist einmal kalt, zweimal kalt, dreimal kalt, viermal kalt. Ich blätter mal vor. 199 mal kalt, 200 mal kalt. Der Wissenschaftler sagt dazu auch, Luft ist minus 200 Grad Celsius kalt. Da steht noch mehr. Also Vorsicht bitte. Minus 200 Grad Celsius. Das klingt doch ganz schön kalt. Also wenn die Luft hier in meinem Labor so kalt wäre, dann wäre die doch flüssig und ich würde hier mit Taucherbrille und Schnorchel stehen. Also irgendwie kann das doch nicht sein. Minus 200 Grad Celsius hier im Labor, hier in Rostock. Julia, darf ich Sie mal fragen, haben wir minus 200 Grad Celsius in Rostock? Also ich glaube, wenn hier minus 200 Grad Celsius wären, dann könnten wir beide hier schon lange nicht mehr stehen. Aber ich könnte mir vorstellen, in Ihrer komischen Blumenvase, da mit dem komischen Wasser drin, dass da die minus 200 Grad tatsächlich drin sind. Naja, das könnte sein, aber ich weiß nicht, das müsste das dann nicht warm werden? Aber das ist doch eine Thermoskanne. Eine was? Thermoskanne? Also Kinder, Teer ist schwarzes, klebriges Zeug. Das benutzt man, um Straßen zu bauen. Habt ihr bestimmt schon mal so ein Auto gesehen. Und Moos? Ja, Moos ist grün und wächst im Wald, auf dem Waldboden. Das weiß doch wirklich jedes Kind. Also Julia, Teer, Moos, Kanne. Nicht Teer und Moos, sondern Thermoskanne, so wie die Kaffeekanne. Ich bin gerade auf dem Weg zu einem Kaffee trinken, so eine Kaffeekanne. Da bleibt der Kaffee schön warm drin, ne? Ach so, eine Thermoskanne, ja, das kenne ich natürlich. Ja. Und viel wichtiger, im Sommer bleibt auch der Eistee schön kalt da drin, ne? Genauso wie in Ihrer Blumenvase die flüssige Luft kalt bleibt. Es bleibt schön warm drin, es bleibt schön kalt drin. Thermoskanne. Nee, also irgendwie, was denn jetzt? Warm oder kalt? Kinder, das irritiert mich. Also jetzt verstehe ich nicht. Wisst ihr was, Kinder? Wir machen jetzt einfach mal was ganz Einfaches. Ich rufe jetzt mal Leute an, die das genau wissen müssen. Wo habe ich denn mein Telefon? Da ist es. Ich rufe jetzt nämlich mit meinem Telefonjoker an. Muss ich erst mal gucken. So, was? Wen ich anrufe, wollt ihr wissen? Naja, ich kann es euch ja mal verraten. Also ich rufe jetzt bei der Kinderuni an. Die müssen das wissen. Da lasse ich mir das doch einfach mal erzählen. So, mal gucken, ob jemand da ist. Jetzt klingelt's. Also Julia, würden Sie mal bitte Ihr Handy ausmachen? Ich versuche hier zu telefonieren. Herr Doktor, Sie versuchen mich anzurufen. Was? Wir sind doch schon bei der Kinderuni. Sie wollten doch den Kindern erklären, was es mit flüssiger Luft auf sich hat. Wir sind die Kinderuni? Ja, warum sagt mir das denn keiner? Oh. Das habe ich Ihnen doch vorhin gesagt. Da in der Kamera sitzen die Kinder und wollen von Ihnen hören, was es mit der flüssigen Luft auf sich hat. Ach, wegen der Kinderuni sitzen die hier. Ich dachte, die sitzen da immer drinne. Ich weiß gar nicht, wie viel da reinpassen. Na gut, dann, Kinder, also denn... Soll ich euch jetzt was erklären, wie flüssige Luft funktioniert? Das ist jetzt ein bisschen schwierig. Kinder, was macht ein Wissenschaftler, wenn er nicht mehr weiter weiß? Na, wisst ihr das? Ich sag's euch, wenn der Wissenschaftler nicht mehr weiter weiß, dann fängt er an, selber nachzudenken. So, und das mache ich jetzt. Und ihr könnt mir dabei mal ein bisschen helfen, ne? Weil zusammen denkt sich das besser. Also, wir wollen ja wissen, was das Komische hier in diesem Gefäß drin ist, wo flüssige Luft dran steht. Was haben wir gesehen? Nochmal ganz kurz. Ne? Wenn ich so eine Osterkugel reingehalten habe, dann hat es gedampft und gezischt. Das sah aus, als würde das kochen, das Wasser. Oder diese Flüssigkeit da drin. Und die andere Kugel, die ist ganz fest geworden. Na, jetzt ist sie gar nicht mehr so fest, aber... Also das hat sich doch nicht wie Wasser verhalten, auch nicht wie Regenwasser. Aber dieses Kochen und ja,
warm, kalt, das erinnert uns doch irgendwie an Wasser. Ich würde sagen, mit unserem Nachdenken fangen wir jetzt mal mit Wasser an und gucken, was wissen wir eigentlich über Wasser, über kaltes Wasser, über heißes Wasser. Vielleicht lernen wir dabei irgendwas. So, wir wollen uns dabei auch ein bisschen was Experimentelles angucken, deswegen muss ich mir als Wissenschaftler natürlich meinen Wissenschaftlerkittel anziehen. Das mache ich mal, der ist extra frisch gewaschen. Weil ich wusste natürlich, dass Kinderuni ist, ne? Das ist ja, ich vergesse ja nie irgendwas. Wo sind denn hier die Knöpfe? Ach so, da. So, und was braucht man noch als Wissenschaftler? Eine Wissenschaftler-Schutzbrille, schön in Orange. Wisst ihr, warum die orange ist? Die passt gut zu meiner Kapuze. Wo ist die denn jetzt schon wieder? Ne? Auch als Wissenschaftler muss man schön aussehen. So, wir wollten aber über Wasser uns unterhalten. Ich habe jetzt hier mal wirklich normales Wasser. Das habe ich frisch vorhin aus der Leitung geholt. Da kann ich auch die Hand reinhalten. Passiert nichts weiter. Ihr seht also, Wasser ist flüssig. Und wir machen jetzt nur mal den Test. Ich halte da mal unseren Ballon rein und mal gucken, was passiert. Na, ich kriege den gar nicht rein, der will gar nicht ins Wasser rein, aber er zieht sich auch nicht zusammen. Ne? Ist auch nicht kalt geworden oder so. Das heißt, das verhält sich wie ein Ballon im Wasser. Und auch, wenn man eine Blume reinmacht, ihr habt ja schon gesehen, die war auch schon mal drin, und ich nehme sie wieder raus, die ist nass. Aber sie ist auch feucht geworden, weil Wasser ist ja nass. Das heißt, das ist ganz normales Wasser. Was passiert jetzt aber, wenn wir normales Wasser richtig, richtig heiß machen? Wasser fängt an zu kochen, sagt der Wissenschaftler dazu. Und ich habe hier auch mal einen Topf stehen, da kocht schon so ein bisschen Wasser vor sich her. Und wenn ich jetzt mal den Deckel aufnehme, schaut mal her, dann sieht man so ein bisschen, dass hier so ein bisschen Nebel auftaucht. So richtig kochen wollte das irgendwie noch nicht, aber man sieht hier so ein bisschen Wasserdampf. Ihr kennt es ja auch von zu Hause, da habt ihr sowas gesehen, wenn der Wasserkocher läuft oder so. Und was aber passiert, ist, dieser Wasserdampf ist nicht mehr flüssig, sondern die Wissenschaftler sagen dazu, er ist gasförmig. Und Wasserdampf, der gasförmig ist, der ist genauso leicht wie die Luft und deswegen verteilt sich Wasserdampf in der Luft und fällt nicht nach unten. Regenwasser zum Beispiel, Regentropfen, die sind flüssig, die sind schwer und die fallen nach unten. Das heißt aber, wenn ich flüssiges Wasser richtig, richtig heiß mache, wird es gasförmig. Und wenn ich gasförmiges Wasser, also Wasserdampf, wieder abkühlen lasse, dann müsste es eigentlich wieder flüssig werden. Und wir wollen mal gucken, ob wir das hier sehen können. Ich habe hier mal so eine Glasscheibe, die ist jetzt auch so warm wie alles andere hier im Raum, ganz normal warm, 20 Grad. Und die halte ich jetzt mal über diesen warmen Wasserdampf und dann gucken wir mal, was passiert. Ich lege mal den Deckel weg. So, schaut mal her. Hier ist die Scheibe, ich halte sie über den Topf und man sieht, die Scheibe beschlägt so ein bisschen. Und dieses Beschlagen, das ist tatsächlich Wasserdampf, der an der Scheibe kalt wird und wieder flüssig wird. Und dass das flüssig ist, zeige ich euch mal. Meine Hände sind gerade ganz trocken und jetzt fahre ich mal mit den Fingern über die Scheibe. Und dann bilden sich da, wo mein Finger war, so ganz kleine Wassertröpfchenschlieren. Daran sieht man, dass also der Wasserdampf wieder zu flüssigem Wasser geworden ist. Ja? Und das kennt ihr so ähnlich vielleicht im Winter, wenn die Fensterscheiben ganz kalt sind und ihr dann gegen die Scheiben haucht, dann wird die warme Feuchtigkeit in der warmen Atemluft, die kühlt dann auch ganz schnell ab an der kalten Fensterscheibe und beschlägt dann auch die Fensterscheibe. Da kennt man sowas also. Das heißt, wenn ich flüssiges Wasser heiß mache, wird es gasförmig. Wenn ich gasförmiges Wasser, Wasserdampf, wieder abkühle, dann wird er wieder flüssig. Was passiert aber, wenn ich jetzt flüssiges Wasser noch weiter abkühle? Dann wird daraus wieder Eis. Das wollte ich euch hier mit zeigen. Ich muss es nochmal kalt machen, weil wir haben ja schon gesehen, irgendwie ist das hier drinnen ziemlich kalt. Und deswegen halte ich das nochmal ganz kurz rein.
Obwohl eigentlich, was ich euch jetzt zeige, das knistert ganz schön, das kennt ihr auch. So, ich nehme jetzt mal diese Rolle hier. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich mir da auch nicht wehtue. Oh, das war der Ofen. Ah ja, ist ganz schön kalt geworden. Das ist hier wie im Labor. Man hat irgendein Experiment geplant und am Ende funktioniert es aber nicht so, wie man will. So, aber es wird langsam. Na, ach, das ist wirklich kalt. Ups, salalala. Und das ist wie, naja, seht ihr das so ein bisschen? Das, was ihr seht, das ist nämlich eine Osterkugel mit Wasser gefüllt gewesen. Und das Wasser da drinne ist in dieser komischen Flüssigkeit so kalt geworden, dass das Wasser gefroren ist. Ne? Was ihr in meiner Hand seht, ist Eis. Und was ihr auch kennt, ist natürlich, wenn man Eis warm werden lässt, dann schmilzt es wieder. Und dann wird aus dem festen Eis, das ist ja festes Eis, dann wird daraus wieder eine Flüssigkeit. Mal schauen. Ihr seht, es ist flüssig geworden und weil die Platte aber so heiß ist, bleibt es nicht flüssig, sondern es verdampft und wird direkt sogar richtiger Wasserdampf. Ne? Also das ist so das, was wir vom Wasser wissen. Wenn man Wasser, flüssiges Wasser heiß macht, wird es gasförmig. Wenn wir flüssiges Wasser ganz kalt machen, dann wird daraus Eis. Gut, so viel wissen wir also erstmal zum Wasser. Und dieses Verhalten, wenn man eine Sache sehr kalt macht, dass sie dann fest wird, wie festes Eis, dass sie, wenn man sie sehr heiß macht, dass sie dann gasförmig wird, so wie Wasserdampf, das gilt eigentlich für alle Stoffe, die wir so kennen. Aber die Stoffe verhalten sich trotzdem unterschiedlich. Und das liegt daran, dass warm nicht immer warm ist und kalt ist auch nicht immer kalt. Das versteht ihr nicht so ganz, was ich damit sagen will? Na, dann muss ich euch das nochmal anders erklären. Ich werde so lange nur noch mal mein Wasser aufsetzen, weil ich wollte ja nachher noch einen Tee trinken. Also, mit dem Warm und mit dem Kalt. Wie kann man das? Ja, Kinders, wir machen jetzt mal ein Gedankenexperiment. Und dazu benutzen wir mal diesen Globus hier. Der hilft uns. Gedankenexperiment bedeutet, dass wir uns was vorstellen, aber es nicht wirklich machen. Und was wir uns jetzt mal vorstellen, ist Folgendes. Wir sind ja hier an der Ostsee. Wir haben gerade so unsere 10 Grad draußen. Ist ja so Frühling, noch ein bisschen kühl, aber es wird langsam. Stellt euch mal vor, wir rufen jetzt mal am Nordpol an. Und da rufen wir an den Eisbären. Nein, nicht den Pinguin, der wohnt am Südpol. Wir rufen am Nordpol an und da wohnt der Eisbär. Und der Nordpol, der ist hier bei unserer Erde ganz oben. Und da wisst ihr, da ist es kalt. So, und stellt euch vor, ich tue mal so, als würde ich jetzt den Eisbären anrufen. So. Hallo, hallo Eisbär. Na, alles cool bei dir? Ja, wer ist denn da? Na, hier ist, kenn ich nicht. Wer, kenn ich nicht? Ja, sag ich doch, genau. Also Eisbär, du, ich hab ne Idee. Hättest du nicht mal Lust, zum Besuch an die Ostsee zu kommen? Was? An die Ostsee? Ach du, weißt du, das ist mir eigentlich ein bisschen warm da bei euch. Und ihr habt ja auch bestimmt keine Eisschollen, oder? Nee, Eisschollen? Nee, sowas haben wir nicht. Na gut, aber wenn du nicht zur Ostsee willst, sag mal, Bär, willst du nicht mal nach Afrika, an den Äquator? Was? Nach Afrika? Nee, das ist doch viel zu heiß. Da will ich nicht hin. Und dann die ganze Sonnencreme in meinem ganzen schönen weißen Fell. Nee. Ich bleib hier am Nordpol. Hier sind schöne minus 15 Grad. Das sind normale Temperaturen. Klick. Oh, jetzt hat er aufgelegt, der Eisbär. Also der Eisbär will nicht zur Ostsee, ist ihm zu warm, sagt er. Und nach Afrika will er schon gar nicht. Wisst ihr was, Kinder? Jetzt rufen wir mal in Afrika an. Ne? Afrika, das liegt hier am Äquator, also in der Mitte von unserer Erde. Und da ist es ziemlich warm. Und da rufen wir jetzt mal an. Und zwar, wen rufen wir an? Natürlich, wir rufen wen? Den Löwen rufen wir nicht an. Nein, wir rufen den Löwen nicht an. Der Löwe, der brüllt immer so. Das ist immer so laut beim Telefon. Was? Den Elefanten? Nein, den Elefanten, den rufen wir auch nicht an. Ja, richtig, der Elefant, der brüllt nicht. Aber der hat so große Ohren.
Und der Elefant sagt immer, ich brülle ins Telefon. Dabei stimmt das gar nicht. Nein, Kinder, wir rufen bei der Giraffe an. Die Giraffe, die brüllt nicht und die hat kleine Ohren. So, rufen wir mal an. Hallo, hallo, Giraffe, na, alles Blick, alles schick im Blick? Ja, hallo, wer ist denn da? Na, hier ist, kenne ich nicht. Wer soll das sein, kenne ich nicht. Ja, genau, sage ich doch. Du, Giraffe, sag mal, hättest du nicht mal Lust auf einen Besuch bei uns an der Ostsee? An der Ostsee? Die ist doch im Norden. Das ist doch kühl. Nee, das ist mir zu kühl. Und die ganze Höhenluft dabei. Höhenluft? Bei uns an der Ostsee? Wir sind doch Flachsand. Na gut, aber die Giraffe, die ist groß, ne? Die merkt auch bei uns an der Ostsee mal Höhenluft. Ja, du Giraffe, sag mal, na, wenn du nicht zur Ostsee kommen willst, aber warst du denn schon mal am Nordpol? Was? Am Nordpol? Nee, das ist doch viel zu kalt, viel, viel zu kalt. Da will ich nicht hin. Ich habe ja nicht mal eine Mütze und ich habe keine Handschuhe und ich habe auch nicht mal einen passenden Schal. Naja, gut, Giraffe, das mit dem Schal, verstehe ich, das könnte ein Problem sein. Ja, ja, nein, du, ich bleib hier in Afrika. Hier sind schöne 35 Grad, das sind normale Temperaturen. Tschüss, hat sie aufgelegt. Also, Kinder, ihr seht, was haben wir gelernt? Hier, unsere schöne Ostsee, die ist dem Eisbären zu warm und der Giraffe, der ist die Ostsee zu kalt. Und über Nordpol und Afrika brauchen wir mit Giraffe und Eisbär ja gar nicht reden. Ihr seht also, ob etwas warm oder kalt ist, das hängt davon ab, wen wir fragen. Und das ist nicht nur bei den Tieren so, das ist auch bei den Menschen so. Kennt ihr vielleicht von zu Hause, wenn ihr rausgehen wollt mit den Eltern spazieren und dann der Papa nach 5 Minuten sagt, oh, ich habe so kalte Füße. Und die Mama sagt, ach was, so kalt ist es doch nicht. Oder war das andersrum? Na, ist ja auch egal, ne? Ist halt sehr verschieden. Und so geht es also nicht nur den Tieren oder auch den Menschen, sondern so ist es auch mit den Stoffen. Und mit den Stoffen meine ich sowas wie Wasser, wie Luft oder zum Beispiel auch wie Metall hier von unserem Topf. Ne, das ist ja Metall. Und was unterscheidet die Stoffe? Wir sind jetzt hier im Labor und wir haben so ungefähr 20 Grad Celsius. Und bei 20 Grad Celsius, da ist es so, da ist Wasser flüssig. Das heißt, für Wasser sind 20 Grad Celsius so eine mittlere Temperatur. Metall ist bei 20 Grad fest. Ne? Der Topf, der hat eine feste Wand. Das heißt, wenn Metall fest ist, dann sind 20 Grad für Metall eigentlich schon ziemlich, ziemlich kalt. Und die Luft, die um uns herum ist, die ist gasförmig. Und das heißt, wenn Luft gasförmig ist, dann sind 20 Grad für die Luft schon ganz schön heiß. Ne? Und das heißt also, ob was warm oder kalt ist und wie sich die Stoffe verhalten, ob sie fest sind, flüssig oder gasförmig, das hängt davon ab, wie die Temperatur ist und wie diese Stoffe die Temperatur selber, ja, wo sie die einordnen, bei sehr kalt oder bei sehr warm. Und ihr wisst vielleicht auch, Metall, alles was wir kennen als Metall, ist normalerweise fest. Aber ihr habt vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen, wenn man Metall richtig, richtig heiß macht, und da reicht meine kleine Herdplatte nicht so aus, da braucht man einen großen Ofen. Wenn man Metall richtig heiß macht, dann kann man Metall auch zum Schmelzen bringen. Und wenn Metall schmilzt, dann wird es flüssig. Und wenn man das flüssige Metall noch heißer machen würde, würde es sogar irgendwann gasförmig werden. Aber das ist schon ganz schön heiß, das kennt man nicht so. Genauso ist es aber mit der Luft. Die Luft ist gasförmig und wenn ich es jetzt schaffe, die Luft ganz, ganz kalt zu machen, dann wird die Luft irgendwann flüssig. So wie auch Wasserdampf, wenn der abkühlt, irgendwann wieder flüssig wird. Und Luft, damit sie flüssig wird, muss man minus 200 Grad Celsius kalt machen. Das kann ich euch leider in meinem Labor nicht zeigen, weil dafür braucht man eine große Anlage, sondern ich habe mir nur von einer Firma, die so eine große Anlage hat, diese flüssige Luft, die konnten wir uns da sozusagen bestellen, die wird dann in Spezialgefäßen, in diesen Thermoskannen, wird die halt geliefert und wir können die halt hier benutzen oder in der Wissenschaft damit Experimente machen. Und wir wollen jetzt auch nochmal einen Blick drauf werfen,
Ja, um wirklich zu zeigen, dass diese Luft sehr kalt ist, da machen wir mal ein kurzes Vergleichsexperiment. Und zwar schauen wir zuerst mal hier auf diese Herdplatte. Ich nehme jetzt den Topf nochmal runter. Und ich mache jetzt was Ähnliches, was wir eben schon mal gesehen haben. Ah, das ist ein bisschen viel. Ich nehme mir mal ein bisschen Wasser hier raus. So einen kleinen Schluck. Der reicht. So, das Wasser hat 20 Grad Celsius. Ne? Das ist so die normale Temperatur. Die Herdplatte da hat aber mindestens 100 Grad Celsius. Wahrscheinlich eher so 200 Grad Celsius. Das heißt, wenn ich jetzt dieses flüssige Wasser auf die ganz heiße Platte raufkippe, dann wird das Wasser ganz schnell ganz warm und es wird von flüssig zu gasförmig. Das heißt, das Wasser verdampft. Schauen wir mal. Seid ihr bereit, Kinder? Schaut mal hier hin. Ich gieße das jetzt vorsichtig rauf. Mal schauen. Und ihr seht, es zappelt ein bisschen rum, aber es wird immer weniger, weil das Wasser immer heißer wird und irgendwann ist es einfach komplett verschwunden. Und das Wichtige hierbei ist, dass sozusagen die Herdplatte ungefähr 200 Grad mal heißer war als das flüssige Wasser, was ich hier drin hatte. Und ganz ähnlich verhält es sich im Prinzip auch mit der flüssigen Luft. Da gucken wir jetzt nochmal hier drüben hin. Hier drin ist also flüssige Luft, die ist minus 200 Grad Celsius kalt. Hier ist meine Laborschale, die ist ganz normal 20 Grad kalt. Da kann ich mit der Hand reinfassen. Ist nicht schlimm, ist alles gut. Auch hier sind jetzt wieder 200 Grad Celsius Unterschied. Das hier ist 200 Grad Celsius kälter als die Platte. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, was also passiert. Wir haben es ja vorhin auch schon mal probiert. Ich gieße jetzt mal ein bisschen von der Flüssigkeit hier rein. Und man sieht es nicht ganz so gut, aber es dampft und die Flüssigkeit verschwindet wieder. Und zwar passiert das Gleiche wie mit dem Wasser. Diese flüssige Luft, die hier drin ist, kommt auf die Platte drauf, wird dadurch auf 20 Grad warm gemacht. Und bei 20 Grad Temperatur ist ja Luft gasförmig. Und deswegen verdampft diese flüssige Luft zu gasförmiger Luft. Na und gasförmige Luft, die können wir nicht sehen, weil die ist ja überall um uns drumherum und die ist ja durchsichtig. Ne? Aber deswegen verhält sich das so ähnlich wie wenn ich normales Wasser auf eine heiße Platte gieße, ist ein ähnlicher Effekt, wie wenn ich ganz, ganz kalte, flüssige Luft auf eine normale Platte raufkippe. In beiden Fällen verdampft die Flüssigkeit und wird zu einem gasförmigen Stoff, zu einem Dampf. Na gut, liebe Kinder, ich hoffe, da habt ihr jetzt so ungefähr eine Idee bekommen, was es mit der flüssigen Luft auf sich hat. Das Geheimnis ist also, flüssige Luft ist einfach sehr, sehr, sehr kalte Luft. Und wenn man diese ganz kalte Luft also herstellen kann und sie flüssig wird, kann man damit viele schöne Experimente machen, wo man sehr kalte Materialien benötigt. Aber das Problem ist, man kann das immer für eine bestimmte Zeit machen, weil irgendwann, habt ihr gesehen, verdampft die flüssige Luft, wenn sie zu viel Berührung hat mit warmen Materialien. So, das ist so ein bisschen das, was ich euch heute erzählen wollte. Aber wenn ich mal so gucke, mein Labor sieht ganz schön, naja, nicht so sauber aus. Ich werde jetzt mal noch das Labor sauber machen. Das interessiert euch bestimmt nicht so richtig. Das interessiert euch, wie ich mein Labor sauber mache. Ich wollte eigentlich einen Geheimtrick anwenden. Ich weiß gar nicht, ob ich den euch verraten kann. Nee, oder? Doch? Ja? Soll ich? Na gut, Kinder, wenn ihr noch 2 Minuten habt, zeige ich euch mal meinen Geheimtrick. Ich habe den noch nie ausprobiert. Dafür brauchen wir ein bisschen flüssige Luft natürlich. Und wir brauchen diese große Schale. Da liegt natürlich noch Zeug drin, das machen wir mal weg. Den Geheimtrick, wie gesagt, ich habe den noch nicht ausprobiert. Müssen wir mal schauen, wie der funktioniert. Man hat mir gesagt, ich soll Folgendes machen. Ich soll hier ein Glasgefäß nehmen, da ein bisschen warmes Wasser reinkippen. Ich hoffe, das ist noch warm genug. Mal gucken. Ich muss gucken, dass es nicht zu viel wird. Na, ich glaube, das reicht schon, oder ein bisschen noch. Wir probieren es mal aus. So,
Man will ja was sauber machen. Das heißt, was ist natürlich wichtig? Spülmittel. Ne? Da machen wir mal ein bisschen was rein. So, naja, viel hilft viel. So, soll ja auch schön aussehen. So, und jetzt, liebe Kinder, mal hier hingucken, was passiert. Sie haben es mir zwar erzählt, meine Freunde, aber ich muss mal schauen. Jetzt bin ich neugierig. Ich gehe mal lieber einen Schritt zurück und los. Oh, was war das denn? Aha, schaut mal, Kinder, es dampft und wir haben hier ganz viel Schaum. Das ist aber, wie ist das denn jetzt passiert? Aber ich wollte ja Schaum haben. Übrigens, den Trick, den habe ich auch von meinen Freunden von der Schauvorlesung. Die haben mir das verraten. Und guckt mal, der Schaum, der ist ja gar nicht flüssig. Der ist so fast fest geworden, wie gefroren hier. Na, jetzt fällt er ein bisschen auseinander. Also ich glaube, meine Freunde, die kriegen das noch besser hin. Aber man hat jetzt hier, hört mal, das ist wie Schaum und Eis in einem. Na gut, ob ich damit wirklich so gut jetzt putzen kann, das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Wenn das nicht so gut klappt, rufe ich meine Freunde an, dann müssen die mein Labor putzen. Aber ich fange jetzt erstmal an. Kinder, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, habt vielleicht auch ein bisschen was gelernt über flüssige Luft und über Schaum und den Nordpol und Afrika. Und ja, mal schauen, was ich euch vielleicht ein anderes Mal erzählen kann. So, Kinder, ich muss jetzt putzen. Ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß weiterhin, macht's gut, tschüss. So, jetzt mal den Lappen hier. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Doktor, kenne ich nicht. Sag mal, Martin, ist denn deine Frage jetzt beantwortet oder hast du das alles vorher schon gewusst? Ja, das wollte ich natürlich auch gerade alles sagen. Genau. Super, Julia. Jetzt haben wir schon mal meine Frage geklärt, aber es stand ja, dass das heute eine Kinderuni mit Kinderfragen sind. Wo sind denn jetzt die ganzen Kinderfragen? Naja, die erste Kinderfrage hast du gestellt. Und dann waren wir an der Don Bosco-Schule und haben uns mal umgehört, was die Kinder da so für Fragen haben. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal rein. Die erste Frage kommt von Gabriel. Ich bin Gabriel, bin 9 Jahre alt und meine zwei Fragen sind, wie entstand das Weltall und wie entstanden die Erfinder? Boah, das ist ja eine krasse Frage. Sowas kann ich mir ja noch nicht mal einfallen lassen. Aber wer kann uns die denn jetzt eigentlich beantworten? Naja, also im Physikinstitut, da gibt es eine ganze Arbeitsgruppe, das heißt eine ganze Menge Leute, die sich die ganze Zeit mit genau dieser Frage beschäftigen, wie das Universum entstanden ist. Und von denen versucht uns das jetzt mal jemand zu erklären. Hallo, mein Name ist Martin Preising und ich arbeite am Institut für Physik in der Universität Rostock. Also, wie entstand das Weltall? Was für eine große Frage. Dabei hat eigentlich alles ganz, ganz, ganz klein angefangen. Also alles, was wir heute so sehen, das heißt alles von Galaxien über Sterne, über Planeten wie unsere Erde, über Häuser, Autos, Bäume, ihr und ich, also alles hatte seinen Anfang an einem einzigen Punkt, der viel kleiner war, als wir das irgendwie sehen können. Dieser Punkt war kleiner als ein Atom, kleiner als einer der Bausteine, aus denen wir und alles um uns herum aufgebaut sind. So, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass so viel Zeug auf einmal ungerne auf so wenig Platz zusammengedrückt ist. Und deswegen ist es explodiert. Das ist das, was wir den Urknall nennen. Und in dieser Explosion sind die Atome entstanden, die Bausteine, aus denen hier alles besteht. Außerdem, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, ist zudem auch noch die Zeit selbst entstanden und der Raum, in dem wir uns befinden. Das heißt, es gab kein vor dem Urknall, weil die Zeit selbst erst mit dem Urknall entstanden ist. Es gab kein links vom Urknall, rechts vom Urknall, vor dem Urknall, hinter dem Urknall, weil der Raum selbst
erst im Urknall selbst entstanden ist oder mit dem Urknall selbst. Auf genau die gleiche Art und Weise gibt es kein außerhalb vom Weltall, weil es den Raum selbst nur im Weltall selber gibt. Wie gesagt, das klingt jetzt alles super komisch, aber warum sollte die Natur darauf Rücksicht nehmen, ob wir Menschen uns das jetzt vorstellen können oder nicht? Es ist halt so und wir müssen damit leben. Okay, also im Prinzip, das Weltall ist der Raum, in dem wir uns befinden und in dem sich alles um uns herum befindet. Die Zeit selbst, die Atome, aus denen hier alles besteht, die ganze Energie, die sich im Universum befindet, wie zum Beispiel Wärmeenergie oder Lichtenergie, also Wärme und Licht. Das Weltall ist durch den Urknall entstanden. Und seit dieser Anfangsexplosion im Prinzip wird das Weltall auch heute noch immer größer und größer. Okay, jetzt haben wir geklärt, wie die Bausteine sozusagen entstanden sind. Wie sind jetzt wir entstanden und die Erde und so weiter? Also im Prinzip, als die Atome entstanden sind, haben einige Atome angefangen zusammenzukleben. Und diese kleinen Atomklümpchen waren jetzt schwerer als die einzelnen Atome um diese Klumpen herum. Und deswegen haben diese Klumpen immer mehr Atome angezogen. Von diesen Atomen gibt es jetzt viele verschiedene Sorten. Und je nachdem, welche Sorten zusammenklumpen, bilden sich dann zum Beispiel feste Planeten wie die Erde oder der Mars oder auch große Gasplaneten wie Jupiter oder Saturn. Oder eben auch noch viel größere Sterne, wie zum Beispiel unsere Sonne. In der Sonne ist das jetzt so, dass die Atome so dicht zusammengedrückt sind, dass sich einige Sorten von Atomen in andere Atome umwandeln und verschmelzen. Und dabei entsteht eine Menge Energie, insbesondere Licht, und deswegen ist die Sonne so hell. Ich hoffe, dass das deine Frage beantwortet hat, wie das Weltall entstanden ist. Dankeschön. Boah, das war ja ganz viel. Da ist ja ganz viel entstanden aus irgendwie gar nichts. Aber du, Julia, wo wir gerade bei Entstehen sind, ich glaube, da hatte noch jemand eine Frage zu. Ja, ich glaube auch. Wir hören mal rein. Hallo, ich bin Victor. Ich bin 7 Jahre und mein Thema ist oder meine Frage, warum gibt es die Meerestiere? Tja, warum gibt sie denn? Ja, also ich kann dir das jetzt auch nicht sagen, aber ich würde sagen, wir fragen einfach mal bei den Meeresbiologen nach den Meerestieren. Das klingt nach einem guten Plan. Hallo Viktor, mein Name ist Stefan, ich bin Meeresbiologe. Du hast gefragt, woher die Meerestiere kommen. Da muss man damit anfangen, dass das Leben eigentlich im Meer begonnen hat. Vor vielen Millionen Jahren, vor vielen hunderten Millionen Jahren, sind winzige Pflanzen und Tierzellen im Meer entstanden. Das waren die ersten lebenden Wesen. Die haben sich dann in der unendlich langen Zeit, die sie hatten, weiterentwickelt, haben die Form verändert, Nachkommen erzeugt. Und ganz viele Meerestiere stammen also von solchen frühen Pflanzen und Tieren im Meer ab. Einige von denen sind aber auch in Flüsse eingewandert und von den Flüssen aufs Land weitergewandert und haben sich dort entwickelt. Und von den flusslebenden und landlebenden Organismen sind auch manche zurück ins Meer gekommen. Zum Beispiel die Wale, die Delfine sind Nachkommen von Landtieren. Aber die meisten Tiere und auch Pflanzen, sind ursprünglich aus dem Meer. Julia, was machst du da? Gar nichts. Weißt du eigentlich, wie ungesund Schokolade ist? Nö, habe ich mir nie die Frage gestellt. Ja, du nicht, Fridolin aber schon. Ja, dann hören wir uns die Frage doch mal an. Ich bin Fridolin, 8 Jahre alt und will fragen, warum Schokolade nicht gesund ist und Planeten. Und ich habe noch eine Frage, wer alles an der Kinderuni arbeitet. Ja, also ich würde sagen, vielleicht fragen wir einfach mal einen
Arzt nach der Schokolade? Ja, und ich weiß auch genau wen, nämlich Professor Zettel. Der kann uns das bestimmt gut erklären. Alles klar. Liebe Teilnehmer der Kinderuniversität, die Frage, ist Schokolade gesund oder ungesund, bringe ich an diesem Beispiel mit. Es gibt eine Antwort, die dunkel ist und eine Antwort, die hell ist. Kümmern wir uns zuerst um die dunkle Antwort, eigentlich paradox, aber die dunkle Schokolade, das ist die gesunde Schokolade. In der Schokolade befinden sich Inhaltsstoffe wie Vitamine, Vitamin B1, Vitamin B2 oder auch Vitamin E. Aber es befinden sich auch Spurenelemente wie Magnesium, Calcium und Eisen. Und es befinden sich darin Flavonoole. Das sind Stoffe, die die Gefäßwand weicher, elastischer machen und schützen sollen vor Herzinfarkt und Schlaganfall. Und natürlich ganz besonders, durch den Geschmack kann Schokolade ein Glücksgefühl in uns erzeugen und in Anführungsstrichen eine Suchtwirkung hervorbringen. Aber wir haben auch die negative Seite, die bei der Schokolade leider die weiße Seite ist. Und das bedeutet, hier drin befinden sich vor allem vom Kakao ausgehend die Fette und Zuckerstoffe. Und gerade Zucker ist auch so eine Substanz, die im Körper ein Verlangen hervorruft, Energie bereitzustellen, die aber durch ein Überangebot an Energie dazu führt, dass das Körpergewicht zunimmt und natürlich alle Folgeerkrankungen vom Diabetes über andere Stoffwechselkrankheiten bis hin zu Schädigung am Muskel und Knochen durch Übergewicht. Und wenn wir eine Tafel Schokolade essen, haben wir in Abhängigkeit der Körpergröße und auch der Tätigkeit etwa ein Drittel bis ein Viertel des Energiebedarfs eines ganzen Tages bereitgestellt. Und das heißt natürlich, wenn ich wenig körperliche Aktivitäten habe, kann ich zusehen, wie mein Körpergewicht zunimmt. Ich will aber noch auf einen anderen Gesichtspunkt eingehen, neben der Ernährung. Kakao, die Grundsubstanz für die Herstellung von zumindest dunkler Schokolade, führt dazu, dass diese Substanz in Monokulturen angebaut wird, dass Pestizide eingesetzt werden, die das Grundwasser in den Regionen verändert und dass es natürlich auch Tätigkeiten im Niedriglohnbereich sind mit langen Verkehrswegen. Das heißt, diese Umweltidee sollte man immer beim Verzehr von Schokolade mit bedenken. Das tägliche Leben bedeutet aber nicht nur Kakao und Schokolade in Form der klassischen Schokolade, sondern Schokolade wird auch verwendet im Bereich der Eisherstellung, im Bereich von Keksen, Kuchen bis hin zur Trinkschokolade. Und das sollten wir immer bedenken im Zusammenhang des von mir Gesagten, entsprechend Energiebedarf, Körpergewicht etc. Und in diesem Sinne ist insbesondere die sehr dunkle Schokolade, eigentlich die schwarze Seite der Medaille, die positive Seite, die helle eher die ungesunde. Und nach Paracelsus gesprochen, der vor 500 Jahren sagte, die Menge ist das Gift, auf einen guten Geschmack und einen schönen Tag. Siehst du, also alles richtig gemacht, das ist dunkle Schokolade und sogar noch mit Nüssen, die sind ja auch voll gesund. Ja, aber weißt du, dass das eigentlich mein Schokoriegel war? Da stand kein Name drauf. Ja, toll. Und jetzt? Naja, bevor wir uns jetzt streiten, sollten wir uns vielleicht lieber erstmal die nächste Frage anhören, oder? Okay. Ich bin Emil, 10 Jahre. Ich bin Janu, 10 Jahre. Und unsere Frage ist, warum kloppen sich Jungs lieber als Mädchen? Tja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Julia, soll ich dir mal einen Trick zeigen, mit dem ich jetzt einfach das nächste Video einleiten kann? Da brauche ich fast nichts für machen. Na, das will ich aber sehen. Passt mal alle auf. Film ab. Ja, es passiert nichts. Na toll, versuch du das doch mal. Ja, Film ab. Ja, hallo. Dankeschön für diese sehr spannende Frage. Und wie bei Philosophen üblich, würde ich ja mindestens zwei Antworten geben. Die eine Antwort ist,
Wenn Kinder zur Welt kommen, ist der Unterschied zwischen Jungen und Mädchen gar nicht so groß. Es gibt da einen Unterschied in der Unterhose, das wisst ihr. Aber es gibt einen Unterschied, der kaum da ist, nämlich wie man sich auf andere Menschen einstellt. Da sind Jungen und Mädchen völlig gleich. Aber eure Eltern erziehen euch sehr unterschiedlich. Bei Jungs erwartet man, dass Jungs ein bisschen ruppiger sind, dass Jungs ein bisschen lauter sind, dass Jungs auch ein bisschen mehr gewalttätig sein dürfen. Und bei Mädchen sagt man, ach, du bist doch so brav und zart und lieb. Und das bringt man den Kindern von Anfang an bei. Und deswegen ist es so, dass Jungs später dann auch lernen, ihr dürft ruppig sein und ihr dürft auch mal die Faust benutzen. Und bei Mädchen, denen bringt man bei, seid mal lieb, löst das Ganze mit Worten, haut euch nicht, sowas macht ein Mädchen nicht. Und deswegen entwickeln sich Jungs und Mädchen ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen kloppen sich Jungs manchmal ein bisschen öfter als Mädchen. Aber die zweite Antwort, es könnte sein, dass der Schein trügt. Vielleicht ist es gar nicht so, dass Jungs sich öfter kloppen als Mädchen, wenn man mal sich das Wort kloppen anguckt. Also sich hauen. Das passiert natürlich mit den Fäusten und das stimmt die Frage natürlich. Aber es könnte sein, dass Mädchen und Jungen gleichermaßen manchmal aggressiv sind, manchmal gewalttätig sind, manchmal um sich hauen. Nur die Mädchen lernen das etwas geschickter einzusetzen, machen es nicht mit den Fäusten, sondern dann mit den Wörtern. Wenn man mal eine Umfrage unter Mädchen machen würde, wie oft sich Mädchen streiten, dann stellt man fest, die streiten sich genauso oft wie Jungs, nur dass die dann fiese Sachen sagen und sich nicht mit der Hand hauen. Und letzten Endes ist es also bei beiden ganz ähnlich. Gewalt gibt es bei Mädchen und bei Jungen und man kann lernen, das Ganze sehr vorsichtig in Worten zu lösen und dass man sich nicht hauen muss oder sich nicht streiten muss, das habt ihr bestimmt auch schon gemerkt. Ja, da hat Herr Dr. Klager uns erstmal erklärt, wie das denn nun ist. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir schon fast zur letzten Frage und Herr Scharek hat das ja vorhin schon angesprochen, dass er diese Frage erhalten hat und deswegen hören wir uns die Frage jetzt mal an. Ich heiße Smila und bin 10 Jahre alt. Ich heiße Adele und bin 9 Jahre alt. Ich bin Tamina und bin 10 Jahre alt. Und unsere Frage lautet, wie haben die Menschen vor 60 Jahren gelebt? Wir haben uns überlegt, dass diese Frage der Rektor der Universität am besten diese Frage beantworten kann. Film ab. Liebe Smilla, liebe Adele, liebe Tamina, ihr habt mich gefragt, wie die Menschen vor 60 Jahren gelebt haben. Und darüber könnte ich natürlich viel erzählen. Aber ich will vielleicht so kurz zusammenfassen. Vor 60 Jahren war ich 8 Jahre alt, lebte mit meinen Eltern und meinen 3 Geschwistern in Düsseldorf. Das ist die Hauptstadt von Nordrhein-Westfalen, eine Großstadt am Rhein. Und ging dort natürlich zur Schule. Zunächst in die katholische Paulusschule. Und als ich 8 Jahre alt war, zogen meine Eltern um an den Stadtrand von Düsseldorf und ich ging auf die katholische St. Franziskus-Schule. Und natürlich war das tägliche Leben bestimmt durch die Schule und auch durch den Religionsunterricht. Ich ging zur Kommunion in die St. Franziskuskirche und dazu gab es einen Kommunionsunterricht. Ihr müsst euch vorstellen, dass es zu der Zeit gerade mal Fernsehen gab, aber meine Eltern hatten 1960 einen Fernseher gekauft, anlässlich der Olympischen Spiele. Das war ein Schwarz-Weiß-Fernsehen und wir durften kaum Fernsehen gucken. Vielleicht am Wochenende mal sehr spannende Filme von Fury, dem Pferd, oder Lassie, dem Hund. Das konnte ich kaum ertragen, so sehr fürchtete ich mich bei den spannenden Begebenheiten, in die sowohl Fury als auch Lassie hineingerieten. Natürlich haben wir auch viel gespielt, allerdings gab es noch keine Computerspiele. Daran war noch gar nicht zu denken. Wir spielten zum Beispiel Autoquartett oder Mensch, ärger dich nicht, Halma, später auch Schach. Und draußen auf der Straße natürlich auch mal nachlaufen und fangen. Aber dann gab es zum Beispiel ein Spiel, das hieß Mutter, wie viele Schritte darf ich gehen?
Man durfte mit den anderen Kindern ein paar Schritte vorwärts gehen, wenn die Mutter auf der anderen Straßenseite das erlaubte. Das war ein Kind natürlich, die Mutter, und es wechselte immer ab. Aber wenn man nicht fragte, darf ich auch, dann musste man wieder zurückgehen. Und wer als Erster auf der anderen Straßenseite angelangt war, der war die neue Mutter, die dann bestimmen durfte, wie viele Schritte die anderen Kinder gehen durften. Oder wir spielten Murmeln, dass wir mit der Ferse kleine Löcher in den Ascheboden auf einem Weg machten und dann mit Glasmurmeln spielten. Und wenn wir gewannen, weil wir unsere Kugeln treffsicher in diese kleine Kuhle fuchsieren konnten, dann durften wir die Kugeln, die dort in der Kuhle schon waren, auch mit aufsammeln, wenn wir als Letzter gewonnen hatten. Später habe ich dann zum Beispiel auch Sport gemacht, Schlittschuh gelaufen. Meine Eltern kauften später eine Tischtennisplatte und wir spielten viel Tischtennis. Einige Jahre später dann fing ich an mit dem Tennisspielen und habe sehr viel Zeit auf dem Tennisplatz verbracht. Jedenfalls hatten wir immer viel zu tun und kaum Zeit für die Schulaufgaben, die wir aber trotzdem immer versucht haben, gut und ordentlich hinzubekommen. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick und ich bin gespannt, welche Erfahrungen ihr sonst noch sammelt, wie die Menschen vor 60 Jahren gelebt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Professor Scharek für diese Antwort. Und nochmal vielen, vielen Dank an euch Kinder für die tollen, spannenden Fragen, die wir hier beantworten konnten. Und wir möchten euch auch ermutigen, neugierig zu bleiben und viele, viele Fragen zu stellen und auch gerne Fragen an die Kinderuni zu stellen. Ja, und dann kommen wir, glaube ich, auch schon zur letzten Frage. Lasst uns sie doch einfach mal gemeinsam angucken. Alles klar, Film ab. Ich bin Janne, 8 Jahre, und meine Frage ist, wer da die Kinderuni gemacht hat. Haha, da weiß ich ganz genau Bescheid. Also die Frage, ich meine, wer kann die am besten beantworten? Wir. Ja, wer sonst? Also ich würde ja zuallererst mal sagen, wer macht die Kinderuni? Das seid auf jeden Fall auch ihr Kinder, wenn ihr da seid oder jetzt auch zu Hause. Ohne euch funktioniert die Kinderuni einfach nicht. Genau, und dann brauchen wir natürlich jedes Mal einen oder sogar mehrere Experten, die die Frage, die an dem Tag Thema ist, beantworten können. Heute war das Dr. Franklin Martinez vom Physikinstitut, der in die Rolle des Dr. Kenischnisch geschlüpft ist, um euch etwas über flüssige Luft zu erzählen und Martins Frage ein bisschen zu beantworten. Dafür erstmal schon mal einen großen Applaus von uns. Ja, danke. Das hat auch viel Spaß gemacht. Dankeschön. Sehr gut. Aber Julia, ich meine, das sind dann die Dozenten und die Kinder, aber die Kinderuni, das machst ja auch du. Ja, und du? Ja, das ist richtig. Aber nur weil wir beide hier vorne immer stehen und witzige Sachen erzählen und manchmal was funktioniert und manchmal auch was nicht funktioniert, da würde das ja noch gar nicht zu Hause ankommen. Nee, damit das zu Hause ankommt oder auch wenn ihr hier seid, dass ihr euch selber mal sehen könnt und dass ihr uns gut sehen könnt, braucht es unsere Kamerakinder. Zeig sie doch einfach mal. Genau, das sind nämlich Markus, Thomas und auch Robert. Genau, und wenn die Kamera die Bilder aufnimmt, ist das ja ganz schön, aber dann sind sie ja noch lange nicht zu Hause bei euch, denn dafür brauchen wir noch die Leute in der Regie. Ja, das sind Dieter, Julia und Daniel. Ich weiß nicht genau, jetzt könntet ihr euch da oben, genau, die sitzen immer ganz oben und gucken über alles und achten auf alles, dass der Ton funktioniert, dass die Übertragung funktioniert. Also ohne die drei da oben wären wir hier unten irgendwie auch nichts. Ja, und damit das alles hier insgesamt funktioniert, damit das Licht geht und so weiter und so fort, brauchen wir natürlich auch Techniker, die sich darum kümmern, dass die ganze Technik funktioniert und auch mal Bescheid sagen, wenn es eben nicht klappt. Ganz genau. Und da haben wir Norman, Matthias und Ralf. Die drei flitzen jetzt hier auch so umher und sind mal zu sehen und auch mal nicht zu sehen. Aber wie gesagt, ohne die drei würde halt auch so gar nichts funktionieren. Und dann kommen wir jetzt auch schon zu einer der wichtigsten Personen der Kinderuni. Wir haben sie jetzt einfach mal die Queen of Kinderuni getauft, denn
Sie ist so die Person, bei der irgendwie alles zusammenläuft, alle Fäden, und ohne die die Kinderuni so an sich, glaube ich, gar nicht mehr vorhanden wäre. Ja, genau. Und jetzt, wo ihr das ganze Team schon mal kennengelernt habt, möchten wir beide noch die Chance nutzen, um uns bei dem ganzen Team noch mal recht herzlich zu bedanken. Denn für Martin und mich war das heute die letzte Kinderuni, die wir moderiert haben. Ja, genau. Also Julia und ich, wir haben unser Studium jetzt abgeschlossen und sind dann jetzt schon Lehrer, beziehungsweise bald Lehrer. Und dann haben wir leider nicht mehr so viel Zeit, um mit euch die Kinderuni machen zu können. Das heißt aber nicht, dass wir nicht mehr dabei sind. Natürlich werden wir bei den nächsten Kinderunis einfach vielleicht als Zuschauer da sein oder doch nochmal eine Moderation machen. Ihr seid uns auf jeden Fall noch nicht los. Ganz genau. Und ich freue mich auch schon ganz doll auf die nächste Kinderuni Ende April, denn da geht es nämlich um das Thema Wetter und Klima. Und das ist ja irgendwie ziemlich spannend und da freue ich mich schon richtig drauf. Also ich werde auf jeden Fall als Zuschauer dabei sein. Ich auf jeden Fall auch. Gut, bis dahin. Bleibt schön gesund, bleibt neugierig. Schöne Ostern und auf Wiedersehen. Tschüss.